Magdeburg. Neben dem Dom ist die Stadt vor allem bekannt für ihre Wirtschaft. Den Erfolg brachten Unternehmen wie HMP. Die Firma entwickelt Prüftechnik für den Straßen-, Tief- und Eisenbahnbau. Der einzigste Grund, eigentlich mal eine Firma zu gründen, war, soziale Sicherheit zu haben, die Arbeitskräfte zu sichern. Weiter gedacht hat man eigentlich von Anfang an eigentlich gar nicht. Und heute bin ich eigentlich stolz, darauf zurückzublicken. Die HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH ist Marktführer für Messgeräte, die die Tragfähigkeit und Verformbarkeit von Böden bestimmen. Die Prüfgeräte sind in über 70 Ländern im Einsatz. Wie man sieht, sind wir weltweit unterwegs, auch mit Partnern. Und das ist eigentlich keine Entwicklung mehr notwendig, sondern wirklich eine Betreuung. Entwicklungszeit investieren die Magdeburger stattdessen in die Forschung. Zusammen mit Universitäten und dem Fraunhofer-Institut entsteht modernste Messtechnik. Das Besondere an HMP ist, dass sie in einer Branche, die eigentlich eher traditionell und konservativ ausgerichtet ist, neue Messgeräte, dem Stand der Technik entsprechend, in den Markt gebracht hat und die nicht nur entwickelt hat, sondern wirklich geschafft hat, die weltweit zu vertreiben. Ein kleines Familienunternehmen mit so einer weltweiten Vertriebsorganisation, das ist schon eine ganz besondere Leistung. HMP macht inzwischen 2,3 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.